sweet pea. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? Ich weiß es nicht, wohin auch Kenny immer sagt. You'll go wherever Kenny says. He's a good captain, and he knows the waters down south. He'll know where to take us. Clem, honey, what's wrong? What happened to Ben? What did Kenny mean when he said you did what you had to? Er wollte nicht gerettet werden. Es ist eine Gefahr von uns allen geworden. Clem, you have to believe me. I tried to save him, but Ben didn't want me to. What do you mean? What Ben did was very brave. He knew we were running out of time, and that saving him might put everyone else in danger. So he told me to leave him behind so the rest of us could get away. I know that's difficult to understand. I understand. You do? Yeah, he thought about other people before he thought about himself. My mom always told me that's what makes a good person. Well, she was right. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? Ja, Lüge. Dazu haben wir vielleicht keine Zeit. Sure. We'll look before we leave. Really? You'll take me to Crawford so we can look? I knew you didn't really mean it. Schlaues Mädchen. Warum will sie zurück nach Crawford? Weine nicht, tut mir leid. Hand ausstrecken. Umarmen Sie! God damn it! Shit. Naja. Clementine? Ja, okay. Leute. Leute, das Walkie-Talkie ist weg. Er hat es da gerade hingelegt, also vorhin, und jetzt ist es weg. That's not good! Na, wir erinnern uns noch, da ist dieser Spinner am anderen Ende. Alles leer. Wo zum Teufel stecken die anderen? Der Morgen danach. Errungenschaft freigeschaltet. Clementine! Oh Gott. Das Cappy von ihr. Und das Walkie-Talkie. Mülleimer. Aber wir können da hingehen. Ansee. What the fuck? Geh weg. Nein, verpiss dich, verpiss dich. Hier, auf die Fresse. Alter. Crazy shit. Puh. Das war verdammt nochmal knapp. Okay, wir haben das wohl. Talkie. Nein. Nein. Fuck. Lee? Lee? You out here? Lee. Scheiße. Wir wurden gebissen. Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Ich glaube, wir sollen ehrlich sagen, oder? She's not in her room. Vernon ain't in the house ja. Either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's mine. Oh my God. No way. No, no fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know.
Last night Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. Ja. What do you need from us? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche Hilfe, um sie zu finden. We have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. All of our help. Damn right. We can't let you do this alone. So that's settled then. Danke, bist du sicher? Ich glaube nicht, dass es What are we waiting for? Thanks, you guys. I appreciate it. Really. Kenny, was los? You've always been there for me, Lee. Always had my back when it mattered. What kind of friend would I be if I wasn't there for you now? Bitten or not, I'm with you to the end. Danke. You can count on me. Okay, guys, we should go find Vernon. See if he took her. Let's head out. What about the boat? We just gonna leave it unguarded? If someone was gonna take it, they'd have done it already. Besides, what choice do we have? Nicht klingeln. Böser Turm. Clementine mitgenommen. 73% mitgenommen. Sehr gut. Eine Stunde zählt. 33%. Penn in den Tod stürzen lassen. Ja, okay, da waren wir jetzt vielleicht ein bisschen voreilig, aber... Der hat nur Scheiße gebaut. Nee, ohne Scheiß. Zeigen des Bisses. Hast du der Gruppe den Biss gezeigt? 80%. Ja, da ist die Mehrheit da. Viele haben der Gruppe dann den Biss gezeigt quasi. Finde ich aber auch wichtig, also wenn die schon so lange zusammenarbeiten und ziemlich dick sind, dann ist es wohl das Mindeste, dass sie erfahren, was los ist. Genau, anklicken. Wo ist meine Maus? Anklicken, um fortzufahren. Wo zum Teufel? Ah, okay. Wer begleitet Lee? 13%. Ach, ach du Scheiße. Crazy shit, man. 6% alleine. Oh, der hat wohl alle verekelt. 18% mit Kenny. Oh Mann, ey. 16%? Warte. Am meisten sind's alleine mit Kenny. Dann die ganze Gruppe mit Ben. Und ohne Ben wir 13%. Ja, ich glaube, das geht mal. Das geht mal klar. Aber ich frag mich, wie man die Krista und den Umid wegbekommt. Frage ich mich mal. Ja, und natürlich vielen Dank an euch, liebe Entwickler, und vielen Dank an dich, der gerade zuguckt, dass du mit mir auch dieses Kapitel durchgefiebert hast. Ja, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was jetzt in der letzten Episode passiert, weil wir sind ja gebissen worden. Mal gucken, was passiert. Werden wir sterben? Werden wir es überleben? Werden wir Clementine noch finden? Und wer zum Teufel hat Clementine? Also, ja, ich kann mir vorstellen, das nächste Kapitel wird sich darum drehen, jetzt halt Clementine zu finden, das Boot startklar zu machen und abzuhauen. Ja, und wieder an dieser Stelle, wenn ihr Bock habt, können wir auf jeden Fall das DLC 400 Days zocken. Habe ich auch gehört, dass es richtig geil sein sollte. Wie viel war das? 4 Stunden Spielzeit? Nee, 4 Stunden ist ein bisschen viel. 4? 2? Irgendwie sowas um den Dreh. Auf jeden Fall hätte ich da auch übelst wieder Bock drauf. Und, ich kann euch jetzt schon mal was erzählen. Das wollte ich eigentlich in irgendeinem Kommentar... Ich hoffe, ihr hört mich noch, weil die Musik ist so scheiße laut gerade. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ja, jetzt exklusiv für euch wollte ich euch vorschlagen, das Spiel noch einmal durchzuspielen, aber als Nebenprojekt, dass ich ein Haupt-Let's Play habe, dass ich dann quasi zwei Projekte gleichzeitig laufen habe, ein normales LP und dann nochmal The Walking Dead als... Ja, als... schwer zu sagen, also nochmal, wir gehen jetzt gerade durch The Walking Dead als für meine persönlichen Entscheidungen, was ich persönlich als gut empfinde. Und ich habe mir so gedacht, wenn ihr Bock habt, können wir das so machen, dass wir The Walking Dead nochmal spielen. Nur halt uns so benehmen, als ob wir ein
richtiges Arschloch wären. Also, dass wir alle zu allen prügeln wollen, alle als Arschloch beschimpfen, alle dass wir am Ende alleine dastehen und ich will mal gucken, wie sich dann die Leute so zu uns verhalten und ob es vielleicht andere Quests gibt oder Quests gibt, ja, oder etc. Das wollte ich mal herausfinden. Wenn ihr Bock habt, als Nebenprojekt laufen lassen, fände ich cool. Bitte gebt mir mal euer Feedback dazu und natürlich auch zu dieser Folge und zu diesem Kapitel. Und zum nächsten könnt ihr euch beim großen Finale dann mir sagen, wie euch das gefallen hat. Ich freue mich schon mal drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Viel Spaß noch und schönen Abend. Ciao. Okay. Ja, ziemlich scheiße gelaufen. Errungenschaft freigeschaltet. Vorletztes. Was? Vorletztes? Trollol. Los, Tür auf. Die sind abgehauen mit ihr, oder? Aber wenn die das Walkie-Talkie hat, können sie auch mit dem Verrückten wechseln. Wo sind sie? Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Scheiße, und wir wurden gebissen. Was kann man da tun? Tür zu. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Tony. Wo hast du sie hingebracht? Wer spricht da? Where have you taken her? This isn't Vernon. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words. Ich mach dich fertig. Bitte tu ihr nicht weh. Was? The Walking Dead, Episode 5. Die Zeit wird knapp. Puh, was für ein Endspurt nochmal. Der Junge auf dem Dachboden. Hast du den Jungen auf dem... Was? Hast du den Jungen auf dem Dachboden? Ach so. Du und 74% der Spieler haben ihn umgebracht. Okay, Mehrheit. Das Hippokratische ist... Moment, ich bin ein bisschen zu weit vom Monitor weg. Moment. Muss ein bisschen mehr herrutschen. Hippokratischer Eid. Hast du Vernon belogen oder bedroht? Du und 66%, also Mehrheit. Waren rational und aufrichtig. Jo. Allein zu Hause. Hast du...